Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur Chris Force Food Show und herzlich willkommen wieder zu den Sous Vide Basics, aber auch zu den Sous Vide Basics Experimenten. Denn man liest ja häufig vorher anbraten, ich sag meistens nicht vorher anbraten. Und da ich hier so schöne Hanging Tenders habe, drei Stück an der Zahl, eins kommt für ein Taco-Video. Deswegen, wir werden zwei heute verarbeiten. Nicht wundern, ich muss mir gerade mal die Hände abputzen. Aber so, bin wieder zurück. Und da werden wir jetzt eins nehmen, ungewürzt anbraten. Ganz kurz nur in der heißen Pfanne. Dann abkühlen lassen. Dann beide Salz- und Knoblauchgranulat. Markumieren in Sous Vide. Und danach beide nochmal anbraten. Und dann schauen wir mal, was jetzt am Schluss besser schmeckt. Deswegen, was brauchen wir wie immer? Habe ich schon gesagt, Knoblauchgranulat, Salz und unser Fleisch. Und natürlich Pfanne, Beutel und so, aber das wisst ihr ja. So, wichtig zuerst, Pfanne aufstellen, die soll richtig knallerheiß sein. Dazu nehme ich einfach hier so ein normales Rapsöl, ne, gerade so einen Schluck rein. Wir brauchen ja nicht so viel. Ja, wenn ihr seht, ich hoffe, ihr habt es jetzt nicht gesehen. Oder ihr habt es, keine Ahnung, egal. Das machen wir einmal an. Währenddessen kümmern wir uns ums Fleisch. Wie gesagt, wir haben jetzt hier drei schöne Stücke. Die werden wie immer einmal geputzt. Ja, im Prinzip, wir sehen hier, hat der Metzger vergessen, das einmal wegzumachen. Das wollen wir wie immer nicht haben. So. Dann nehmen wir auch gleich das Stück und schmeißen es ins heiße Öl. Ich kriege immer weg von einem. Kann man so lange, bis wir Röstaromen haben. Also jetzt könnt ihr gut erkennen, wir haben schon so ein paar schöne Röstaromen. Das lasse ich jetzt 10 Minuten abkühlen. Und dann werde ich beide würzen. Und ja, jetzt warten wir kurz. So, meine Lieben, die 10 Minuten sind rum. Das heißt, wir würzen jetzt und verpacken es in den Beutel. So. Einmal hier, einmal hier. Dann natürlich etwas Knoblauchpulver. Dann ab in den Beutel damit. Ich sehe, der könnte ein bisschen klein sein. Ja, geht. Ist halt ein L. Und dann ab vakuumieren. So, wie immer, einmal nicht angebraten und einmal angebraten. Und das geht jetzt bei 52 Grad für 1 Stunde und 40 Minuten ins Sous Vide Bad. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, die Zeit ist rum. Ich hole es mal schnell raus. Moment. So, jetzt haben wir hier die beiden Versionen. Jetzt habe ich natürlich intelligenterweise nicht drauf geschrieben, was was ist. Aber ich denke mal, man müsste es ja sehen. Also ich glaube, das ist definitiv das nicht angegrillte oder angeröstete und das ist das. Ich glaube, das hat man auch als L gelegt. Ne? Also hier ist Variante 1, genau, das ist das nicht angeröstete. Und hier die Variante 2, die angeröstet ist, wie man auch sehr schön noch sieht. Die tupfen jetzt beide einmal trocken. Und ihr seht schon, das ist so zart, das zerfällt quasi. So, die Pfanne, wie ihr seht, ist schon schön am Qualmen. Ich habe jetzt einfach das Fett drinne gelassen, ist ja nicht schlimm und auch nicht sauber gemacht, weil das ist jedes Mal eine Schweinearbeit. Jetzt machen wir einmal hier das Unbehandelte und hier nochmal zum Nachrösten das, was wir vorhin schon drin hatten. Jetzt machen wir jetzt beides von jeder Seite etwa 60 Sekunden. So, jetzt haben wir hier die beiden schönen Stücke.
Und dann schneiden wir sie mal an, würde ich sagen. Schön in der Mitte. Und wir sehen, wir haben ein wunderschönes Garbild. Das ist jetzt hier, was wir auch zuerst geröstet hatten. Und hier unsere zweite oder die normale Variante. Ihr seht kein wirklich großer Unterschied, ja. Auch hier von den Röstaromen. Hier ist natürlich ein kleines bisschen mehr als hier. Aber mein Gott. Ich probiere es natürlich sehr gerne für euch. Wo wir auch schon beim Thema wären. Denn jetzt kommt wie immer das Härteste. Und wenn ihr jetzt noch nicht geliked habt, liked das Video oder abonniert. Und ich werde es probieren für euch. So, ich schneide mir jetzt nochmal ein schönes Stück runter. Zuerst Variante vorgeröstet. So, schön scharf. Auch von der Saftigkeit. Na, echt super. Stellt er mir scharf. So langsam, ganz gemütlich. So, auf euch. Ja. Ich hätte es jetzt ein bisschen zarter erhofft oder gedacht, weil es sich sehr schön zart angefühlt hat. Also nicht falsch verstehen, es ist jetzt nicht fest oder so. Nur ihr seht, es war kein großes Stück. Man kaut relativ lang. Ne? Aber hat einen sehr schönen Fleischgeschmack. Und ist mal was anderes. Und auch so eine ähnliche Rotweinnote im Abgang. So dieses. Ich als nicht trinkender Mensch kann das natürlich beurteilen. So, dann nehmen wir mal die andere Seite. Extra mal ein kleineres Stück. Ja. Aber ihr seht auch hier. Schön saftig. Und wie gesagt, das ist jetzt die Seite, die nicht vorher in der Pfanne geröstet worden ist. Sorry für die Aussätze, aber ich muss was essen. Boah, ist das schwierig. Also mir persönlich gefällt die Art, wie ich es immer mache, besser. Es kam jetzt auch tatsächlich ein bisschen zarter vor und ein bisschen saftiger auch als das andere jetzt. Also als Fazit würde ich sagen, wir machen es so immer, wir machen es so weiter, wie wir es immer gemacht haben. Aber probiert es gerne mal aus. Ne? Könnt ihr mit jedem Stück Fleisch machen, muss jetzt kein Hanging Tender sein. Ist mal eine Erfahrung wert. Und vielleicht habt ihr auch einen anderen Geschmack als ich. Ist ja kein Problem. Ne? Wenn ihr es ausprobiert habt, gerne bei Instagram mich mal verlinken. Es würde mich interessieren. Macht ein Bild, taggt mich da drin. Oder einfach mal hier unter dem Video kommentieren. Und dann sehen wir weiter. Wie der ganze Spaß dann aussieht. Und dann möchte ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Und dann möchte ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und wir sehen uns ja, nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.